Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind auf der Neumedibrunn, unser Alpenprojekt, wie man unschwer erkennen kann aufgrund der Berge, die sich hier um uns herum befinden. Und der ein oder andere wird sich fragen, Alpen und trotzdem wird hier Zuckerrohr geerntet? Ja, ist so eine Spezialgeschichte. Habe ich mir mal gedacht, gönnen wir uns mal was Außergewöhnliches, etwas, was wir sonst kaum noch, glaube ich, zu sehen bekommen in irgendwelchen LLS-Folgen. So ähnlich wie Baumwolle oder ich glaube auch das Thema mit den Weinbergen, mit den Trauben ist auch so relativ durch. Hier auf der Map hat es ein kleines Weinberg, also das könnten wir hier auch mal machen, hier auf Neumedibrunn. Aber da bin ich noch am Überlegen, ob wir uns das wirklich antun wollen. Nichtsdestoweniger, wir sind hier in den letzten Zügen und unsere Zuckerfabrik ist bereits voll. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir hier mit diesem Anhänger, der ein Spezialanhänger ist, ich gebe es zu, er hat ein bisschen größeres Fassungsvermögen, ihr seht es, 67.000 Liter sind bereits drin und wir haben gerade mal 27%, also da passt ein bisschen rein. Was rein ist, ein Mod von der Oma Tanna, den ich ja, wie gesagt, besonders hier für solche Projekte oder für solche Aktionen mit Selbstfahrern, die eben keinen eigenen Bunker haben, bevorzugen würde. Also zum Beispiel auch fürs Häckseln. Häckseln und Maisernte ist soweit durch. Das habe ich in der Zwischenzeit abgeschlossen. Das Material ist am Hof, beziehungsweise wird verarbeitet, weiterverarbeitet. Und wir müssen das Ganze hier jetzt noch abschließen. Und da machen wir noch ein schönes kleines Bild. So, das Thumbnail, damit wäre das auch erledigt. Wir werden jetzt hier den Anhänger voll machen, der irgendwie da unten durchfällt, das Material. Wir werden den Anhänger jetzt noch voll machen und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Also lassen wir das einfach im Anhänger drin und stellen den mal zur Zuckerfabrik oder... Ja, also wie gesagt, in Silo können wir das Ganze auch nicht packen. Das geht nicht. Also in Silo passt es nicht in unser Multifrucht-Silo. Das nimmt es nicht an. Wir haben also keinerlei Lagerfläche oder Lagerraum für dieses Material. Außer wir würden es natürlich irgendwo auf den Boden kippen. Aber da wir ja diesen Anhänger gekauft haben, die anderen geliehenen Gerätschaften habe ich mittlerweile zurückgegeben. Denke ich, werden wir das Gerät einfach abdecken und... dann eben entsprechend abstellen an der Zuckerfabrik. So, und apropos Zuckerfabrik, ich spurte hier nochmal kurz durchs Zuckerrohr, lass den Kollegen hier noch ein bisschen arbeiten. Und wir sprinten rüber zu unserem Abfahrer, der mit diesem Anhänger noch gefüllt ist. Ich glaube zumindest ist er noch gefüllt. Ja, da ist was drin. Ja, und da sind wir jetzt genau bei dem Thema, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? So, auf jeden Fall mal abdecken. Dann fahren wir nochmal zur Zuckerfabrik. Ich habe ein kleines bisschen vorspulen lassen und wir werden mal schauen, was da jetzt noch reingeht. Ansonsten hätte ich da noch eine Idee zum Zwischenlagern. Ist zwar natürlich ein bisschen auch, aber wir könnten dann überkippen. Also die Rede ist, wir haben natürlich wir haben eine Schaufel mit 5000 Litern. Da könnten wir dann mit dem Kornschieber das Zeug reinwerfen und dann eben überladen in den anderen Anhänger, damit wir den hier auch loswerden. So, Dele. So, da steht noch der andere Anhänger. Dann schauen wir mal, wie viel da jetzt noch reingeht. Ich habe die Befürchtung, weil allzu... Ja, okay, dann ist ja wohl alles geschwätzt, ne? Gut, dann fahren wir mal zum Hof. Und im Zweifel werfen wir es dann doch auf den Boden, weil diese 5000 Liter, die sind ja jetzt nun mal nicht so dramatisch. Die können wir mit der Schaufel einmal aufnehmen. Aber wir können es eben nur hier an der Zuckerfabrik, oder? Ich bin aber auch ein kleines Dummerle. Wir können es natürlich auch verkaufen, ne? Wir könnten es natürlich auch einfach schlicht und einfach verkaufen. Was bringt denn Zuckerrohr? Zuckerrohr... Naja, ist jetzt... Ah doch, ist eigentlich mit der beste Betrag. Wir bringen es zum Bauernmarkt oder zur Zuckerfabrik. Zuckerfabrik hat sich schon erledigt. Ich würde sagen, wir machen da gar kein Heckmeck.
das bisschen Material bringen wir und verkaufen wir. Dann kriegen wir vielleicht so ein bisschen das Geld für die Miete raus, für die Anhänger. Denn der andere Anhänger, da werden ja nochmal 70.000, 80.000 Liter drin sein. Und da haben wir dann auf jeden Fall genügend Material, bis wir in die nächste Ernte gehen mit Zuckerrüben. Denn wir verarbeiten ja den Zucker zu Schokolade. Und was brauchen wir es, glaube ich, noch für Hafermilch? Und für Müsli werden wir es vermutlich auch noch gebrauchen. Also Zucker brauchen wir so oder so hier, um unsere die Produktionen hier auf dieser Map am Laufen zu halten. Und die nächste Produktion, die wir kaufen werden, wir sehen sie auf der linken Seite, die Sonnenblumen sind im nächsten Monat erntereif. Da werden wir dann natürlich die Ölfabrik holen und dann Rapsöl und vor allen Dingen Sonnenblumenöl herstellen. Und das Sonnenblumenöl, das brauchen wir auch für unsere Industrie, für unsere Produktionen. So, das kippen wir ab, dann ist es weg, dann ist es erledigt. Ja, okay, 651, 700 ist jetzt nicht der Burner gewesen, ich gebe es zu, aber wir können jetzt auf jeden Fall die geliehenen beiden Anhänger abdrücken. So, also zurück, geben, einmal, und den zurückgeben. So, jetzt sollte hier nach Möglichkeit kein Anhänger mehr dran sein. Dann fahren wir den jetzt, dann fahren wir jetzt mal hoch, schauen mal, wie weit unser Zuckerrohrernter ist. Und dann übernehmen wir den Anhänger und nehmen dann, ja, ich denke, den würden wir dann gleich mal parken. Den könnten wir dann gleich mal parken bei der Zuckerrohrfabrik, beziehungsweise bei der Zuckerfabrik. So, Dille. Also, wie gesagt, Mais haben wir vom Feld geholt. Das heißt, genügend Futter für die Schweinefutterproduktion, und gehäckselt haben wir auch jede Menge. Das heißt, auch die BGA ist jetzt wieder kräftig am Laufen. Es wird Silage produziert, das geht in die BGA und die BGA macht dann für uns richtig Ertrag. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken machen eigentlich hier um die entsprechenden Vermögens... um die Vermögenslage, denn Geld haben wir genug auf dem Konto und es wird auch Geld genügend eintrudeln. So, was hat er denn da jetzt wieder gemacht? Was hast du denn jetzt wieder angestellt? Hä? Gut, dann werden wir das Ganze jetzt selbst machen. Dann werden wir eben selbst hier einsteigen und fahren. Jetzt überlege ich nur, ach, der hat da hinten gar nicht fertig gemacht. Ja, okay, okay. Dann werden wir das selbst hier zu einem Abschluss bringen. Jetzt muss man hier mal ein bisschen aufpassen, wenn man das ganze Ding hier anwirft. Weil man muss es dann auch ablassen, genau. Und ab die Post. Ja, also warum Zuckerrohr? Einfach aus dem Grund, ich war im Januar 3 Wochen auf Kuba. Und ich glaube, jeder weiß, Kuba ist nicht nur für Zuckerrohr, sondern auch für Tabak und für Kakao bekannt. Aber aus Zuckerrohr wird ja dann zum Beispiel auch Rum hergestellt. Und natürlich sieht man dort vor Ort die Zuckerrohrfelder. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, mal spaßeshalber gucken. Auf der Galgenberg ging es nicht. Da ist die Frucht vom Otter rausgenommen, was ja auch wirklich Sinn macht. Und dann hatten wir praktisch nur noch dieses. So, und jetzt werden wir wenden. Und deswegen habe ich mir dann ja gedacht, genau, machen wir doch mal hier spaßeshalber ein bisschen Zuckerrohr. Das Feld haben wir dann gekauft. Und das werden wir natürlich dann jetzt herrichten, zum Beispiel für Zuckerrüben, denke ich mal. Ja, vielleicht werden wir es ein bisschen verkürzen oder mal schauen. Denn auch hier der Zuckerrübenernter, der Vollernter, wird hier Probleme haben mit dem Wenden. Also natürlich war hier auf dem Feld viel übrig. Der Helfer ist da die letzten, ich weiß nicht, 10 Meter da nicht weitergefahren und hat nicht weiter geerntet. Und ich denke, da kann auf jeden Fall noch ein bisschen... So, ist es unten? Ja. Da kann auf jeden Fall noch vielleicht ein bisschen Feld gekürzt werden, damit wir dann auch mit dem Vollernter für die Zuckerrübenernte keine Probleme bekommen. Wir können natürlich so groß denken,
weil ja, wie gesagt, das Geld nur so reinfließt in die Geldbörse auf das Konto. Deswegen werden wir uns auch gar nicht mit den kleinen Maschinen hier mehr aufhalten, sondern natürlich gleich hier mit den großen Maschinen arbeiten, mit den Vollerntern, auch was Kartoffeln eben angeht und die Zuckerrübenernte. So, jo, dann schauen wir mal, ob wir das hier noch in einem Stück hier reinkriegen. Ja, die Maschine macht natürlich jetzt keine allzu große Arbeitsbreite. Und so eine Maschine habe ich auch nur ein einziges Mal auf Kuba gesehen. Und das war jetzt auch mit Sicherheit, und das war auch ein älteres Modell, muss man ganz klar sagen. Also Maschinen, landwirtschaftliche Gerätschaften und so weiter. Also da sieht man keinen Lexion oder irgend sowas. Also jedenfalls keine modernen Maschinen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem eben für Kuba, dass sie keine Ersatzteile rankriegen, keine neuen Maschinen, keine Geräte. Und je mehr Geräte eben dann ausfallen, desto mehr Probleme haben die auch mit der Ernte oder mit dem Anbau als solches. Und obwohl die Flächen da sind, denke ich, werden die nicht bewirtschaftet werden können ausreichend. Also das hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt. Denn was da rumgestanden ist als Drescher, als Traktoren und so weiter, das war alles, glaube ich, 50 plus. Okay, wir sind soweit durch, denke ich. Das Feld müsste soweit abgeerntet sein. Wir schauen doch mal hier rein. Wenn wir nämlich hier reinschauen. Ja, okay, da gibt es noch ein paar Spuren, aber ich glaube, das sollte uns jetzt nicht weiter mehr... Jetzt wollte ich mal schauen, wie viel da im Anhänger sind. Also das sollte uns nicht weiter mehr beunruhigen. 97.000 Liter ist noch jede Menge Holz. Das heißt, wir können dieses Gerät jetzt auch zurückgeben und sagen... Tschüss, Ernter. Okay, wir schnappen uns den Fendt. Und ich denke, wir bringen das direkt zur Fabrik. Das macht am meisten Sinn. Wir sind im Oktober. Jetzt überlege ich gerade, müssen wir das Feld eigentlich noch... Stickstoff schlecht, ist klar. pH-Wert ist gut. Unkraut muss gepflügt werden. Ich denke, wir können das Feld auf jeden Fall schon mal pflügen. Das wäre nicht verkehrt. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, das wollte ich eigentlich auch mal fragen. Wie ist denn das? Muss gepflügt werden. War Zuckerrohr nicht so, dass das nachwachsen würde? Augenblick. Zuckerrohr abgeerntet. Vermutlich würde dann erst im nächsten Monat im Wachstum stehen. Ja, drüben haben wir ja Gras drauf gemacht. Da steht dann im Wachstum. Ich weiß es nicht mehr. Wir könnten mal ganz kurz in die Hilfe schauen. Dafür ist die ja da. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ernten. Fruchtsorten. Zuckerrohr. Ja, das ist soweit klar. Selbst da Zuckerrohr selbst nachwächst, ist kaum Bodenbearbeitung nötig. Spielt man mit periodischem Pflügen, muss nach 3 Ernten der Boden gelockert werden, um den vollen Ertrag zu sichern. Das geht am besten mit dem Tiefenlockerer. Okay. Okay, also rein theoretisch. Okay, also Zuckerrohr hätte halt den Vorteil, dass wir da tatsächlich nichts mehr ansehen müssten, sondern wir könnten zweimal ernten. Okay, okay. Aber ich denke, wir werden jetzt hier tatsächlich ein bisschen auf die Feldfrüchte gehen, die hierher gehören. Und das wäre wohl eher dann die Zuckerrübe. So, 97.000. Ich muss da mal gucken, wie viel denn jetzt eigentlich in der Zuckerfabrik ist. Denn wie gesagt, also die müht sich ein bisschen. Also es ist nicht so, dass da der Zucker rausgeschossen kommt. Sondern das, was da in der Zuckerrohrfabrik, in der Zuckerfabrik ist, im Silo sozusagen, in der Pipeline, das wird schon noch eine Zeit lang anhalten, also das Material hält. So, wo haben wir denn den Trigger dazu? Ich glaube hier, dann können wir mal kurz schauen.
359.000 sind drin. Man sieht, wie viel hier verteilt wird. Also es wird jetzt auch nicht so viel hergestellt. Aus 2 macht er 1. Stopp hier. Aus 2 macht er 1. Genau. Zyklen 12.000. Ja, gut, das geht eigentlich, ne? Aber wir sehen es, ja. Jetzt ist 12.12 Uhr. Dreifache Geschwindigkeit. Ja. Also das müht sich, das müht sich. Das wird mit Sicherheit lange, 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 lange halten. So, darunter haben wir die Molkerei. Und die hat jetzt 594 Liter Zucker und produziert Schokolade. Dafür brauchen wir Zucker. Und wir brauchen für den Sojadrink Zucker. Und da deswegen würde ich auf jeden Fall gerne demnächst natürlich mehr mit Soja machen, aber auch vor allen Dingen Hafer. Haferdrink, und da brauchen wir das Sonnenblumenöl dazu. Ja, das ist doch alles hervorragend. Das passt, das greift ineinander. Das wird richtig cool. Dann werden wir eben Sonnenblumen ernten, werden Sojaöl herstellen, Hafer nächstes Jahr ernten. Jetzt schauen wir mal, wann ist denn Hafer fällig? Hafer können wir nicht mehr ansehen. Hafer können wir erst im nächsten Jahr ansehen, im März. Das heißt, da haben wir ein Jahr und dann können wir Hafermilch herstellen. Okay, so, ja, dann werden wir eine Produktion nach der anderen und am Schluss wird hier echt alles rundlaufen, habe ich so das Gefühl. Wir werden den Anhänger, ich überlege jetzt gerade, weil es ein Drehschemel ist, ist das immer so eine Sache, ne? So, ist nicht so ganz geschmeidig wie auf der Alteiche, die wir jetzt zocken hier im Livestream. Da ist hat der gute Kalle wirklich alles so angeordnet, dass wir wirklich hervorragend arbeiten können. Also ich hoffe es, wir sind noch nicht so weit, aber ich denke, da können wir mit Sicherheit viel mit Helfern arbeiten und dann natürlich auch mehr mit Drehschemel. Und dann auch richtig mit Gespannen. So, auf der Galgenberg ist das alles nicht ganz so einfach. Da gibt es natürlich Produktionen oder Verkaufsstellen. Ich denke da nur an die Apfelsaftfabrik, wo eben dann es nicht mit dem Drehschemel im Prinzip zu erreichen ist. Also wer da mit dem Drehschemel reinfährt, Respekt, wer es selber macht. So, wir holen uns den Pflug und dann gehen wir auf das Feld und bereiten es schon mal vor. Das kann ja nicht schaden im Oktober. Und ich glaube, wir müssten mal bei Gelegenheit mal die Milch abholen. So, wo haben wir denn das Teil? Haben wir das in der Halle oder steht es hier draußen? Ah, ich glaube, es steht... Nee, es müsste in der Halle. Ei, verbibsch. Oh ja, jetzt wird's... okay, da müssen wir... So. So, das ist dieser Lizard-Pflug, von dem wir auch im Livestream auf der Alteiche gesprochen haben. Jetzt müssen wir mal schauen. 320, weil der 6 Meter hat. Wir hatten das im anderen nicht in den Mods mit aufgenommen. Ich glaube, die müsste hier sein. So, weil den gibt es mit 260 und dann hat der eine Spannweite von 6 Metern. Mit 320 hat er 9 Metern. Oder es ist ein anderer Mod. So, da haben wir noch was mit 320. Ja, das ist ein anderer. Muss ich mal gucken, weil, wie gesagt, wir haben auf der Alteiche auch das Thema, dass wir Pflügen eingeschaltet haben. Ich spiele ja immer mit Pflügen, aber die Lesesteine, die schenke ich mir. Und ich persönlich bevorzuge halt einfach diese Art von Pflug, weil da lässt sich wesentlich sauberer und besser arbeiten auf dem Feld als mit den klassischen Pflügen. Und wir haben da natürlich jetzt noch keine so geschmeidigen Traktoren hier mit über 200 PS, sondern ich glaube einmal 150, einmal 179, so um den Dreh rum. Und deswegen müssen wir mal gucken, was wir da für einen Pflug haben. Denn der kleinste, der hat dann auch 4 Meter und ist mit Sicherheit dann breiter als eben so ein klassischer Standardpflug. So, Dele. Genau, dann wie gesagt, im nächsten Monat müsste die Sonnenblumen soweit sein. Dann werden wir die Sonnenblumen ernten und werden in die Sonnenblumenölproduktion gehen. Ja, und dann ist das Jahr ja auch schon wieder fast rum. Dann werden wir uns natürlich um unsere Tierchen kümmern.
und zügig, denke ich, ins nächste Jahr, wo es dann natürlich in die Bodenbearbeitung gehen muss, um wieder die Felder aufzurichten bzw. vorzubereiten, damit wir dann entsprechend wieder aussäen können. Und da müssen wir natürlich ein kleines bisschen planen, wie gesagt, wie zum Beispiel mit dem Hafer, dass wir dann auch die Materialien bekommen, die wir für unsere Produktionen brauchen. So, Herr Kollege, einmal ablassen und ab die Post und dann hier einmal bitte gepflügt. Sehr schön, ich schaue jetzt mal ganz kurz noch rein. Nee, falsch, hier müssen wir reinschauen bei den Kühen. So, oh ja, 18.000 Liter Milch, dann haben wir, ja, die Hühner geben keine Milch. Die Schweine vermutlich auch nicht. Dann haben wir die Brown Swiss auf unserem Außenhof. Der hat auch schon 6.000. Also, und in der Produktion, was haben wir da noch? Da haben wir noch 21.000. Also, da müssen wir jetzt nicht gleich lostigern und die Milch wegbringen. Aber das mit Sicherheit demnächst auch in dieser Folge nicht mehr, aber in der nächsten und auf diesem Kanal. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen hier auf der Neumini-Brunnen Folge 101 mittlerweile. Da werden wir noch richtig viel Spaß haben. Ich sage danke und an dieser Stelle wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.